Servus und willkommen zu Subterran Bayern. Heute Gast. Aber ich kann nur sagen, wo ich bin. Ich bin in Hohenlinden. Da, die Schlacht von Hohenlinden. Nicht, wo es letztes Mal vor ein paar Jahren, sondern auf der ganz anderen Seite. Ja, Genehmigung haben wir. Ist Gülle eingruppert worden. Ja, schauen wir mal. Ersten Fund habe ich hier in der Hand. Schauen wir uns an. So, erster Fund, ein Knopf. Massiv gegossen und es ist irgendwas drauf, aber ich kann es momentan nicht erkennen. Entweder ist es ein Münzimitat oder vielleicht sogar was Militärisches. Wer weiß. Ja. Sehen wir dann schon. Einmal Knopf, machen wir weiter. Es fallen reihenweise jetzt hier die Musketenkugeln raus. Ich spare es euch jetzt Stück für Stück. Das ist jetzt eine. Der Kollege hat auch schon einige. Immer dasselbe Größe. Also, es ist nur anzunehmen, dass das nicht nur ein schlechter Jäger war. Naja, vielleicht schauen wir mal weiter. Vielleicht kommt da noch was. Ja, jetzt schifft es, was rausgeht. Das macht mir aber nichts. Ja, falscher Krieg. Aber immerhin habe ich auch noch nicht gefunden. Sage ich mal ganz, hänge ich mir aus dem Fenster und sage, irgendwas Landwirtschaftliches. Und da oben habe ich ja Silbermünzen, zumindest eine Futsal davon. Tja, was war denn das? Aber das lässt sich nicht feststellen. Das kann man gehen. Gut. Und Silber. Das lässt sich auch noch feststellen. Ja, Maxl wahrscheinlich. Gut, machen wir weiter. Brutal. Hunde, Katzen, alles hat's runter, so Schneeregen, Bergbedeichung. Machen wir auch jetzt Pause. Und falls irgendwas ist, legen wir nochmal los. Aber ich glaube, das war's mit Hunden. So, ja, Kollege hat auch noch was gefunden. Ich kann es aber nicht sagen. Entweder ist es eine Art Beschlag, das ist hinten nur so ein Dorn irgendwas. Schwierige Sache. Naja. Ein Knopffragment. Ja, leider nicht mehr ganz. Hat der Pflug vermehrt. Aber das wäre schöner gewesen. Naja, egal. Ja, eine der vielen, aber alles ziemlich das gleiche. Kaliber. Ja, schauen wir mal weiter. Vielleicht kommt da noch was raus hier in Hohenlinden. So, ja, allseits beliebte. 1, 2, 3, 4. 4 Pfennig. Ja, die sahen wirklich so aus. Das ist so Kippermünzen, glaube ich. Hatte ich schon eine Zeit lang nicht mehr. Immer wieder gern gesehen. Und in dem Fall sogar noch recht gut beieinander. Schön. Einmal eine kleine. Ja, von der Größe kann es nur ein Österreicher sein, aber er ist extrem dünn. Tja, kann ich nicht sagen. Irgendein Kupferkreuzer, aber das schaue ich mir näher an. Ein Ringerl mit Loch. Ja, sieht brutal handgemacht aus, also wahrscheinlich nichts Maschinelles. Fällt jetzt gerade der Name nicht ein, wie diese Teile heißen, die quasi sich da drehen haben können. Da war nie durch. Komm jetzt gerade nicht drauf. Ja. Immerhin, handgemacht aus Eis. Ja, ein Niederhalter. Klar, oben die Zürnlöcher, damit ist er festgemacht worden. Und da unten, schimmern beieinander noch, da hat man das, Achtung, Unterbeingleit eingehängt. Genau. Perfekt benannt. Schön. Schönes Muster. Ja, schön. Niederhalter. Ja, das ist mal was anderes. Was haben wir denn da? Ein Ring, ein Fingerring. Und zwar einer, der aus Bronze ist und der schöne, ja, Gravur ist fast übertrieben, Ritzungen. Ja, auf alle Fälle Ornament. Wie alt? Ja, das kann man halt bei Ringen nicht sagen. Ja, schauen wir mal, vielleicht habe ich eine Chance, find's raus. Ich glaube es eher nicht. Aber ein schöner Ring. Nicht ganz so. Bekanntlich soll man ja ohne Silber nicht vom Feld gehen. Hier wär's. Ein bayerischer Kreuzer. Ich kann jetzt nicht sagen, wie alt. Ich sehe nämlich jetzt da nicht viel drauf. Aber es kann eigentlich nichts anderes sein. Naja, immerhin Silber, immerhin ein Kreuzer. Bestens. So, Leute, was haben wir? Bitschu, Silber 1708. Aber was? BIB. Rückseite kann ich leider noch nicht erkennen, ich muss das sauber machen.
Zumindest Silber und nicht einmal Chlor. Sogar relativ groß. Sehr geil. Einmal Silber und einmal, ich blende es euch ein. Jetzt haben wir was Spezifisches. Ein Sündröhrchen. Genau. Da ist Schwarzpulver drin gewesen. Die gibt es auch als Reibröhrchen. Die sind dann konisch. Da haben sie oben quasi mit einem Hammer drauf gehauen, dass das zündet. Das kann man quasi so plupp in die Kanone vorne rein. Also hier nichts Lunte, wie man es in den Filmen sieht. Sehr geil. Einmal Zündröhrchen. So, es wird langsam Abend und es ist Silber. Und siehst mal, ein Kreuzer, sehr klein. Und ich habe mein Brünett dabei. Es ist echt zum Kotzen. Ich kann es nicht sehen. Ich kann bloß Kreuzer lesen. Aber ich denke mal, etwa aus 1800 werden die Zeit. Bloß wo kommen da her? Das wissen wir nicht. Das müssen wir dann schauen. Einmal selber. Gut. Ein Kreuz. Und zwar richtig schön. Gegossen. Noch gut benannt. Kann man sogar noch hernehmen. Dann muss ich jetzt schauen, was hinten und vorne drauf ist. Ich kann es jetzt nicht ad hoc sagen. Gut, von mir ist es abgesehen. Aber trotzdem, ein schönes Kreuz. Perfekt benannt. Super. Prost. Ein Ring. Ein Fingerring. Aber wie alt? Ja, da haben wir das altbekannte Problem. Das kann 1000, das kann 100 Jahre alt sein. Ja, ich schaue mir mal hier an, ob irgendwelche Markierungen zu sehen sind. Wahrscheinlich nicht. Ganz was Einfaches. Naja, was willst du machen? Aber immerhin, Händering. So, eine der vielen Musketenkugeln. Ich zeige jetzt da nicht alle, weil das ist irgendwann tot langweilig. Eine exemplarisch, eine große Musketenkugel. Ja, was haben wir jetzt da? Das haben wir jetzt gerade sauber gemacht, weil wir uns nicht einig waren, was es ist. Auf alle Fälle, es ist Silber, es ist französisch. Es ist, ja, gute Frage. Sieht ein bisschen eigenartig aus, auch dass der Typ hier etwas kopflos ist. Ja, egal. Großsilber, wir finden es raus, oder ich finde es raus. Auf alle Fälle französisch und passt auf jeden Fall hier in den Fund. Umfeld rein. Haben wir es immer. Jetzt der nächste Fund. Ja, was haben wir denn da? Ein Ring, ja, und das nicht einmal schlecht. Sogar noch mit Stein. Garantiert ein Rubin. Ganz sicher. Naja, Gold ist er leider nicht, aber mal versilbert, glaube ich. Sieht spannend aus. Also Ornament, mehr als genug. Hinten sieht man das noch. Könnte gegossen sein oder gewalzt, müsste ich mal nachschauen. Aber immerhin, du. War jetzt nicht der schlechteste. Und ja, auch nicht der beste. Okay, gut. Aber ein schöner Ring. Cool. Muss ich noch bestimmen. Ein Ring. Etwas, was ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen kann. Das kann natürlich ein Knopf gewesen sein. Oder irgendwas von der Uniform. Relativ schwer, relativ groß für einen Knopf. Kann es nicht sagen. Ich mach's einmal sauber, wenn es was Wichtiges ist. Dann blende ich es ein. Jupp, es wird nicht scharf. Doch, es soll scharf werden. So, was hast du jetzt davon? Eine Silbermünze. Hurra! Plus welche? Extrem patiniert. Dementsprechend schlechtes Silber, sage ich einmal. Relativ dünn, also zu alt kann es nicht sein. Ja, zwei Kreuze ungefähr. Ich weiß es nicht. Ich mach's sauber, ich blende es ein. Juhu! Ein Regensburger. Ja, ich denke schon, da gab es nur zwei Regensburger. Ich glaube, Augsburg hat es auch eine KT gegeben. Aber bei uns in der Regel sind es Regensburger. Ein heller. Wenn es was anderes ist, blende ich es ein. Jetzt ist es einmal richtig dunkel. Ja, und Lindin hat fertig. Hafer, Blei, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es war unglaublich viel. Wird es 4, 5 gezeigt, ich glaube, einen ganzen Sack von den Dingern dabei. Ja, die Silberne, die ist der Wahnsinn. Auch zeitlich absolut richtig, ist garantiert. Von den Soldaten verloren worden.
mittendrin im Feld. Ja, die hat es bestimmt schon ein paar Mal durchdraht. Aber super, freut mich wirklich. Ist zwar nicht meine, hat mein Mitgier gefunden, aber finde ich trotzdem super, super, super. Sonst, ja, drumherum so ein bisschen, ja, so richtig Knöpfe oder so, leider keinen. Naja, aber immerhin, Hafer Silber. Und das freut mich am meisten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Servus, macht's es gut.